What a mess. Seems like people left in a hurry. Cadet Pistol und ein Iron Sword. Du machst eigentlich nur Bullets Pierce to Enemies und bist ein bisschen schneller als das Ding. Von daher. Bist du auch nicht schlecht. Du gehst nicht auf. Du gehst auf. Au, oh, das sind zwei von denen. Vor allem, die haben so viel Reichweite, ey. Au. Ein Level up. Die geben halt gut Fumium. Die Bastarde. Au. Na komm her. So, sehr schön. So, also ich möchte gerne dem hier weitergehen, dass ich das hier bald freischalten kann. Dass ich auf jeden Fall besser blocken kann. Das geht immer noch nicht auf, gut. Das ist wieder ein Tech-Anzug. Ein Quest-Item. Was, die Decker mal weg? Und eine Pistole mal weg. Und ja, ich müsste mir eigentlich gar nicht die Mühe machen, die ganzen Sachen hier mitzuschleifen. So, wie ich da reinkomme, weiß ich noch nicht. Habe eher das Gefühl, dass da was rauskommt, wenn ich nicht aufpasse. Komm, dich kriege ich irgendwie tot. So. Genau, mach hier von mir Salzsäure. Du bist halt säureimmun, weil du ein säurebasierter Gegner bist. So, du kannst aber trotzdem sterben.
Nina Godwick. Kann ich die nicht irgendwie lesen? Das sind Quest-Items. Oder muss ich das hier hinzufügen, weil da ein leerer Platz ist? Ups. Ich vermute mal eher nicht. Nö. Also erstmal probiere ich mal dieses Schwert aus in Zukunft. Pack so alte Sachen weg, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Wie gesagt, die Crowbar möchte ich gerne behalten mal. Den da kann ich zum Beispiel auch wegpacken. Also Footman Pistol, Lieutenant Rifle, Iron Dagger kann weg, der Recruit Mace kann weg. Der Recruit, also eigentlich die ganzen alten Outfits können weg, die also keine Besonderheiten haben, die lasse ich da. So, du bist ein Quest-Item. Da sind die ganzen Tech-Teile. So, und da sind besondere Waffen. So, und ich habe hier einen Haufen Bücher. Für mich klang das gerade so, als ob irgendwas aktiviert wurde. Jetzt will ich aber erst einmal kurz gucken. Wie viel Säure ich fressen kann. Ja, das macht Schaden. Das macht sehr schön viel Schaden. Ha. Komm her, du. Ja, komm her. Ich hau dich. Ich verhau dich. So kann ich mir nämlich auch ein bisschen Munition sparen. So. So, und für die Kanone habe ich auch etwas Besonderes. Jo. Ich hau mal das rein. Au. Ja, der Hammer ist nicht ganz so toll, wie ich gedacht habe. Jetzt mehr. Er ist langsam. Und mein Schwert macht mehr Schaden.
Eigentlich macht mein Schwert fast genau etwas weniger Schaden, aber fast genauso viel. Ach, schade, ich habe gedacht, du kommst vielleicht. Ihr seid vielleicht daraus gekommen. Aber ihr seid wahrscheinlich von oben runtergefallen. Könnt ihr mir gut vorstellen. Oder ihr seid auch mit solchen Aufzügen hochgekommen. So, ich muss langsam gucken, dass ich haushalte mit meinen Repair-Packs. Aha. Okay, das macht hier die Dinger auf und zu. Door-Synchronisations-Testing-Facility. Okay, also Türen synchronisieren. Gut, sie sind alle offen. Schlecht. Was ist das? Oh. Au, ich werde hier durch die Gegend getreten. Das finde ich nicht so lustig. So wie zu meinen, Medpacks. Okay, die eine Sau hat sich gerade geportet. Das ist echt. So, klicken wir ab, dass wir schneller zuschlagen können. Ich brauche dringend das bessere Schild irgendwann. Dafür brauche ich aber noch mindestens ein Level up. Nett, dass die wenigstens Mund dabei hatten. Löcher, die wir immer in den Tod führen? Ja, da unten sind Stacheln. Das hat hier aufgemacht? Okay, hat es auch auf der anderen Seite? Nein. Dann muss ich wahrscheinlich den Knopf auf der anderen Seite irgendwo finden, ne? Advanced Acid Nozzle. Hm.
Energy Cost 100. Energy Cost 70. Damage per second. Acid Effectuation. Tile Radius. Ja, tauschen wir das Ganze mal ein. Teleporter sind ganz nett. Würde aber auch gerne hier drüben öffnen. So, das war nämlich mein Rückweg. So, was gibt's hier noch? Advanced Discharger. 100 statt 70, ja. Macht aber wahrscheinlich 40 Damage, ja. This is the first attempt at installing the new modular gadget prototype system into an exo-rig. You can cut the excitement in the air with a blade. We're full of expectations. The whole point of the exo-rigs is to provide a safe interface for various energy and fumium-based gadgets, along with some basic protection, of course. Best thing about the new system is the modularity. You can use these gadgets in about any machine, robot, or device that compiles with the base interface. And now, having gadgets in an exo-rig? Boy, the possibilities are endless. Rigs will get to be so much more useful and powerful. Can't wait to get my hands on a fully working rig. I need a key. Da brauchen wir den Fumium-Key dafür. Und hier ist... eine Feuerballfalle. Wow. Au. Das hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht. Basic Zapper. Silver Key und ein Zapper, okay. Au. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wofür ich die Dinger brauche. Das will ich jetzt noch schnell machen. Hier wäre auch noch was. Aber erstmal hier gucken. Hm. Ah. Ja gut, dann kann ich die Kiste hier. Wir hier nutzen. Jetzt brauche ich wirklich wieder mehr Repair Packs. Ich war auf 1 Fumium Key, okay. Ich war nämlich auf so einem hohen Menge an Repair Packs und jetzt habe ich nur noch eins. Assault Shotgun.
Seufz. Genau das, worum ich mir Sorgen gemacht habe. In ihrer Unerfahrenheit. Lova neigt dazu, über bestimmte kritische Phasen eines Forschungsblocks hinwegzublicken, weil sie langweilig sind, wie sie es beschreibt. Wie können Sicherheit und Präzision und Vorsicht, Sicherheit und Vorsicht langweilig sein? Wir haben gerade eben erst unseren Vorstoß begonnen in die Mysterien des Fumium und wir sind bereits auf dem falschen Weg, machen unnötige Risiken. Ich bestand darauf, die Tests unter genauer Überwachung zu wiederholen, aber sie hat mich einfach übergangen. Wie soll ich mich jemals damit zurechtfinden? Diese kleine... Ihr wisst schon. Ich werde meine Bedenken beim nächsten Meeting klarstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, Chief Officer Reich wird sich das anhören. Oder wird etwas tun. Selbst wenn es seine Frau ist. Lucy Page, Substance Fields Research. Jo, und ich hätte hier eine Knarre, die ich nicht unbedingt bräuchte. Eine gelbe aber. Ja, okay, das meiste ist hier gelb. Das ist nämlich eine Standardwaffe, die keine besonderen Fähigkeiten hat. Und viel zu lang zum Nachladen braucht. Und es ist halt ein Gewehr. Gut, ich würde sagen, aber ich mache hier mal wieder einen Cut. LP 003. Und dann sehen wir uns gleich wieder.